Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pumon Kultan. Und wir vertreiben heute die Biker-Brüder. Ja, ich habe ein bisschen trainiert und auch ein Pfiffchen noch gefangen. Ja, Trasla ist jetzt mittlerweile auf Level 12. Ich hoffe, es reicht. Ich habe als erstes Pumon jetzt ausnahmsweise Foifoi gewählt. Weil ich denke einfach, es ist gegen Rettern besser, weil Rettern kann Biss und... Trasla gegen Retter mit Biss, das wird dann wohl doch eher nix. Machen wir als erst Glut. Retter setzt zum Glück nur den Silberblick ein. Und damit ist der Sieg immerhin gegen diesen Tibi uns schon mal sicher. Ja, leider Gottes kann man mit ihm auch wirklich gut trainieren, aber der blöde Biss macht mir alles zunichte im Prinzip. Ja, 360 Punkte, da gibt es für die Erkenntnis noch. Ja, und da kommt schon wieder der tolle Boss. Wie lief der Kampf gegen die Arenaleiterin eigentlich? Was geht dich das so an? Ja, was geht dich das an? Quatsch nicht so dumm, bla bla bla. So, jetzt kümmern wir uns um den Biker-Boss. Bin mal gespannt, was der so zu bieten hat. Wir wissen es ja schon, dass er Smogon und Slimer hat. Aber ich hoffe, dass ich ihm jetzt so ein bisschen die Stirn reichen kann. Komm, brenn einfach Smogon. Brenn, 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 brenn. Giftwolke geht zum Glück daneben. Lande ein Volltreffer, Glut. Brenn. Boah, hab ich ein Schwein. Giftwolke zum zweiten Mal daneben. Er setzt einen Trank ein. Das ist nicht unbedingt die klügste Entscheidung, wa? Komm, nochmal Glut. Jawohl, voll, voll, ihr räumt ab. So, jetzt gibt's Erfahrungspunkte. Und noch das nervige Slimer obendrauf. Nee. Sehr nett. So, jetzt aber Glut. Gut, Härtner. Ist nicht so schlimm, weil beide unserer Angriffe gehen auf den Spezialangriff. Komm, komm, komm. Noch eine Glut und dann war's das. Ein Volltreffer. Weggebäscht. So muss laufen. Level 18. Joa, ganz ordentlicher Anstieg auf Level 18. Schon wieder besiegt. Tja, wird wohl sein Arena-Kampf nicht gewonnen haben. Aber was ist mit der Vereinbarung? Ich pfeife auf die neuen Maschinen. Unsere reichen noch aus. Jeder Verbrecher rettet sich erst selber. Also, jetzt. Und bye bye. Da hauen sie ab. Alle gar. Oh, hallo. Entschuldige. Aber ich habe gerade keine Zeit. So eine verschlagene Gruppe von Biker macht sich hier in der Stadt breit. Ihren Boss habe ich schon besiegt. Jetzt muss ich mich noch um die anderen kümmern. Tja, da kam ich dir leider zuvor. Schau doch in meiner Arena vorbei. Ich bin gespannt, ob du dir meinen Orden verdienen kannst. Willi, was ist denn los? Okay. Na super, jetzt müssen wir einen Zickzacks suchen. Na super. Untersuche den Zaun auf ein Loch. Ja, wird wahrscheinlich wohl einfach sein. Aber erstmal heilen wir unsere Pokémon. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Sie rechnet schon damit, dass ich K.O. gehe. Ein Loch im Zaun. Wo ist ein Loch im Zaun? Ach ja, guckt mal an. Da ist tatsächlich ein Loch im Zaun auf einmal. Alte Brache. Und da ist auch das Zickzacks. Und es renkt verängstigt vor mir weg. Oh mein Güte. Hier steht Haupthalle. Oh je. Na super, jetzt ist es in die Haupthalle reingerannt. Meine Güte, das Gelände ist ja echt groß. Lagerhallen. Das sieht aber echt cool aus, muss ich schon echt sagen. Also, Hut ab. Das sieht doch cool aus. Alte Brache. Was ist eine Brache? Würde ich jetzt gerne natürlich wissen. Keine versteckten Items.
Ich wollte gerade sagen, also das wäre jetzt ein bisschen komisch gewesen, vor allen Dingen bei dieser Gelegenheit doch so viele versteckte Items hier zu verstecken. Da wäre man doch ein bisschen doof, wenn man das nicht machen würde als Pokémon-Spieler. Und als Pokémon-Hacker vielleicht auch. Na kommt, hier gibt's neue Pokémon. Und endlich mal auch ein bisschen stärkeres Level. Igelava ist eigentlich schon auf einem guten Level. Ich setze jetzt trotzdem mal Glut ein, um die Erfahrungspunkte nicht zu verlieren. Aber ich denke, wir können ruhig Rassler wieder nach vorne machen. Weil Rassler benötigt doch etwas Training. Rassler nur Level 12. Also nicht gerade Hot Top hier. Ja, in Trank. Auch das nicht wirklich gerade ein Segen. Items wird hier sehr sparsam umgegangen. Tja, die Tür ist zu. Dann können wir nur hier rein. So, auch hier gibt es wilde Pokémon. Wahrscheinlich Elektro-Pokémon? Nee. Auch hier gibt es Radfratz. Rassler. Konfusion. So, erstmal Tackle von Radflatz. 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 Habt ihr schon mal Radflatz gesehen? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare rein. Also ich kenne nur Radfratz. Egal. Och Gott, es wird mit Erfahrungspunkten überschüttet hier förmlich. Meine Güte, kann man diesem Zickzacks auch endlich mal entgegenrennen? Leer. Was sollte es denn auch anders sein? Ach, ja. Eine Begegnung mit einem Slimer. So, komm, Konfusion und One-Hit-KO, bitte. Es muss sitzen. Yes! Jetzt weiß ich leider nicht, ob es normal auch K.O. gegangen wäre. Und das bringt immerhin schon mal 90 Erfahrungspunkte. Ein Zickzack rennt durch das gesamte Gelände der alten Brache. Leer. Was sollte es auch anders sein, außer leer? Das erste Pokémon, das wild ist und ein zweistelliges Level hat. Level 10. Ich mach Doppelteam. Kann sicherlich auch nicht schaden. Ich glaube, das könnte Rasslers Ende sein. Und Ruckzuckieb geht daneben. Was ein Glück. Genau einmal Doppelteam eingesetzt und es hat sogar was gebracht. Und auch der Rotenschlag trifft ins Leere. Rasslers Doppelteam. Eine göttliche Combo, die uns den Sieg bringt. 81 Erfahrungspunkte. Jetzt bleibt doch mal stehen, Zickzacks. Das rennt ja nur noch weg. Rassler schon sehr geschwächt. Kommt jetzt auch noch ein Ruckzuck-Keep mit Volltreffer ab. So, jetzt fliehen wir. Jetzt will ich wissen, was Zickzacks hier macht. Zick! Nö, das interessiert mich jetzt nicht. Ich will erstmal da raus. Meine Güte, die meisten Pokémon hier Level 7. Und vom Typ Radfratz. Nicht vom Typ normal, vom Typ Radfratz. Scheint wohl ein eigener Pokémon-Typ mittlerweile geworden zu sein. Also so oft, wie man hier drauf trifft. Meine Güte, wir finden Trank. Yay. Ich werde mit Items überschüttet. Und ja, ich kann keinen Zerschneider einsetzen. Meine Güte, das Gebäude ist echt riesig. Also hier guck mal rein. Ja, hier guck mal rein. Verschwinde, du Vieh! Hey, was machst du denn hier? War das dein Pokémon? Egal, Kenne darf mich hier sehen und deshalb muss ich dich jetzt loswerden. Wir kommen mit dem ersten Koltan-Rüppel in Kontakt. Boah, und hatte... Oh! Alter, hat er ein Zombieris Level 17. Ich glaube, es geht los. Brenn, 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 brenn. Meine Güte, die sind ganz schön stark. Wo soll ich denn so viel trainieren? Warum hat der schon wieder einen Drang? Jetzt brenn doch einfach mal. So oft, wie ich dich mit Glut verbrennen müsste. Komm, jetzt brenn aber mal wirklich. Unglaublich, dass es damit überhaupt durchkommt. Zombieris besiegt.
Heieiei, Glück gehabt. Schon vorbei? Ja. Schon besiegt. Mist, ich war noch nicht fertig mit dem Suchen, aber es bringt nichts. Du bist mir zu gefährlich. Zeit für das Fluchtseil. Wow, und da ist er abgehaut. Okay, warum? Warum ist er da am Schrank gewesen? Also irgendwas muss in der alten Brache gewesen sein, was ihn sehr brennend interessiert hat. Higelaba ganz schön geschwächt. Ist das etwa ein Automat? Nein, er sieht so aus. Ach ja, jetzt darf ich wieder den ganzen Weg vorrennen. Mein Zickzack hat sogar ein Item gefunden. Auch wenn es nur ein Trank ist. Es ist doch ein Trank. Mich würde ja interessieren, wo Zickzack auf einmal hin ist. Ah ja, und auch es gibt noch ein Radfratz Level 9. Meine Güte. Nach dem ganzen Radfratz Level 7. So, jetzt aber hier mal schleunigst raus. Ach Gott, dass das ja so labyrinthartig sein muss. Wer baut denn schon so ein Lager auf? Los, lass uns durchs ganze Lager fahren und lauter Container quer überall hinstellen, damit die Leute auch noch länger fahren müssen. Ja, so baut man effektiv Lager auf in den 20er Jahren. Pause, ich muss doch noch was trinken. Ja, ist in Ordnung. So, hopp. Wo ist denn jetzt Zickzacks hin? Egal, ich frag mal, ob das Zickzacks wieder aufgetaucht ist. Wir heilen uns erstmal im Pokémon Center. Und ich ahne ja schon, Rasla muss auf Level 20 kommen. Ach, diese Hex und die überaus hohen Ansprüche an die Pokémon-Level. Gibt uns doch einen Ort zum Trainieren. So, was gibt's? Schnief! Super, das heißt, ich bin komplett umsonst hier lang gelangen. Denn ich muss nochmal in die alte Brache. Ach ja, wie wunderbar. Komm, jetzt aber. Irgendwo musst du doch sein, Zickzacks. Hier hinten? Zickzacks, jetzt. Wo ist denn jetzt hin? What the fuck? Wo soll das denn bitte sein? Hallo, Zickzacks. Alter, was soll das? Das finde ich ganz uncool. Wo ist denn das Zickzacks auf einmal hin? Rasla sogar im Vorteil gegenüber von Rettern. Das werden wir jetzt mal ausnutzen. Während ich hier noch verzweifelt das Zickzacks suche. Meine Güte, die suchen auch immer Pokémon. Hornliu, Zickzacks. Ja, das sind Trainer, die heute Geschichte schreiben. Und Radfratz. Irgendwann kommt noch ein Radfratz, das ich suchen muss. Ich ahn's ja. So viel Radfratz, wie ich mittlerweile sehe. Komm mal, ein Volltreffer. Ich brauche Level. Was heißt, ich brauche ein Level? Ich brauche zwei Level. Oh, es hat wirklich sogar einen Volltreffer gemacht. Rasla hört ja auf mich. Seit wann das denn? Es hört doch sonst nie auf mich. Meine Fresse, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wo ist denn das Ding hin? Ich habe keinen Schutz, kein gar nichts. Weiß nicht mal, wo das Zickzack auf einmal abgehauen ist. Also ich finde das gerade ein bisschen uncool. Es ist doch in die Richtung irgendwo gelaufen. Jo, Slimer, setz mal selbst aus. So, bei Slimer bekommt man schon mehr Erfahrungspunkte. Deswegen bin ich sehr glücklich. Komm, über 100, bitte. Ja, geht doch. Mit 115 Erfahrungspunkten können wir langsam mal ansetzen. Aber mit 35, da brauche ich ja Lichtjahre, um zu trainieren. Moment mal, Lichtjahre waren ja eine Entfernung, nicht die Zeit. Ach, ach. Die erste Arena von Rocco. Und diese tollen Witze, die ich bis heute nicht verstehen werde. Denn sie sind absolut nicht lustig. So, Ruckzuckhieb, deswegen kann ich auch zweimal Konfusion einsetzen. Und ich bin weiter am Suchen von Zickzacks, wo auch immer es denn hingelaufen sein mag.
Kann man hinter den Container laufen? Nein, man kann hinter die Lagerhalle laufen, aber nicht hinter den Container. Und ja, der Container ist, glaube ich, hoch. Also irgendwie verstehe ich den Sinn und Zweck der ganzen Sache momentan nicht. Ja, wo ist denn jetzt dein Zigzags hin? Ich raff nicht... Ich raff irgendwie nicht, warum... Das ist weggelaufen und jetzt ist es auf einmal komplett weg? Vielleicht ist es auch im Hinterhof irgendwo. Oder vielleicht finde ich auch als Basis-Item Zigzags. Du hast als Basis-Item Zigzags erhalten. Kommt mir so ein bisschen bekannt vor, wie mit der Fleckmann-Route. Level 13. Ja, wer braucht schon überhaupt Anstiege? Deswegen level ich ja auch. Ach, jemine. Hier war jemand erst kürzlich am Schrank. So, Radfratz. Mal wieder. So, jetzt rennen wir mal weg, weil ich muss ja auch mal ein bisschen vorankommen, ne? Ah, was ein Glück. So. Hä? What the fuck? Was soll das? Jetzt renn doch nicht wieder ins Lagerhaus. Muss ich das kapieren? Muss ich das kapieren? Oh Mann, komm, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich renne hier die ganze Zeit mit Zickzacks im Kreis rum. Ich mache Zickzack um Zickzacks. Ah, dabei wäre es doch gerade wie ein Geradax besser zu gehen. Ah, Mann, diese Flachwitze heute. Ach ja. Gut, gut. Meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse. 90 Erfahrungspunkte und ein Zickzacks, das wie ein Geradax gerade im Kreis rumrennt. Kreiserdax. Das gibt's noch nicht. Vielleicht kommt da auch die Megawicklung. Kreiserdax. Kreiserdax. Geradax X und Geradax Y. Mit Sicherheit. Ach je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Meine Güte. So viel Slimer. Also. Sei doch bitte so blöd und renn wieder in die Sackgasse, du Zickzacks. Oh, jetzt muss auch noch das ausgesetzt werden. Okay. Rassler kämpft bereits. Alles klar. Ich weiß es ja nicht. Foi, foi. Dieser Moment, wenn die Giftwolke auf einen zukommt und du siehst, dass du vergiftet wirst. Das ist so richtig badass. Ja. Ja. Ich verbrenn's jetzt. Ach nein, es geht ja K.O. Was ein Jammer aber auch. Ach. Hab Gegengift gefunden, Zigzags, bitte. Du bist so vorausschauend. Ich wusste, dass du vorausschauend bist, Zigzags. Deswegen hast du auch Gegengift gefunden. Oh, bitte. Hättest dich auch direkt mit Zigzags abreden können. Ach ja, dem renne ich ja auch noch hinterher. Ach je. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an die Folge von Pokémon Gelb, wo mein Pikachu die ganze Zeit perma-hypnotisiert wurde und von Quapsel einen Blubber abbekommen hat. Gerade im Moment fühle ich mich so von Zigzags verarscht. So, jetzt renn doch mal in die scheiß Sackgasse, du blödes Teil. Wie soll ich denn da hin? Es rennt ja nur im Kreis. Jo, ist denn jetzt irgendwas mal am Schrank? Man kommt die Tür nicht raus. Dieses Zigzags ist so ein Homo. Nichts gegen dich, Zigzags. Aber ich raff nicht, warum du mit dem Kreis rennen musst. Und vor allen Dingen durch dieses super angeordnete Lagergebäude. Eine Lagerorganisation. Nicht vorstellbaren Ausmaß. Ja, renn doch weg. Renn doch einfach weg.
Das ist das erste Mal, wo ich Magnetilo gesehen habe. So, und da es das erste Mal ist und ich glaube, dass Magnetilo relativ selten ist, werden wir es jetzt einfach mal einfangen. Komm, sei verwirrt. So, wir haben leider nicht viel Versuche. 3 Pokebälle. Oh mein Gott. 1, 2, 3 und... drin ist es. Magnetilo Level 10. Wir nennen es Magne. Nee, wir nennen es jetzt einfach Malte. Passt doch zu Magnetilo, oder? Ein Magnetilo, das Malte heißt. Und auf Box 1 rumgammelt. Warum muss alle 3 cm ein verfucktes Radfratz kommen? Das ist nicht spannend. Nächstes Pokémon ist Radfratz. Nächstes Pokémon ist Radfratz. Meine Güte, das ist nicht spannend. Wer Pokémon in diesem Lager? Oh nein, langweilig. Radfratz, meine Güte. Immer noch Level 7. Je. Yeah. Ist denn hier irgendwo ein Scheißschlüssel drin? Eine Kontrollschaltung, aber an ihr wird nichts mehr kontrolliert. Nein, da wird die Tür nicht kontrolliert. Jo, da schlug das. Meine Güte. Immerhin 90 erfahren. Ja, renn raus. Alter, das kann doch nicht wahr sein, dass alle 3 cm ein Pokémon kommt. Du kannst nicht 5 Schritte rennen, ohne dass hier ein Pokémon in die Lagerhalle kommt. Dann ist es immer noch Radfratz. Also wisst ihr was, Leute? Ich mache das Ganze persönlich jetzt erstmal offscreen, weil das hat für mich keinen Wert, hier permanent immer die ganze Zeit im Kreis zu laufen. Und dann zu sehen, Zickzacks läuft hier im Kreis rum. Wow. Oh, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Gerade jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Kein Pokémon, kein Pokémon, kein Pokémon. Oh, hätte ich doch bloß nichts gesagt. Ist doch klar, Leute, wenn ich denn in die Richtung laufe, kann Zickzacks nur noch zu ihm zurücklaufen. Oh, wie... Aber auf die Idee jetzt mal zu kommen, es ist 23 Uhr. Mein Sauerstoff im Gehirn ist so allmählich verbraucht. Nein, ich falle noch nicht in Ohnmacht. Das kommt. Erst später. Später. Das sind so die ersten Konsequenzen, ja, dass ich keine Wörter mehr richtig aussprechen kann, dass Rassler nicht fliehen kann, dass Rassler besiegt wird, dass ich nicht mein nächstes Pokémon einsetzen werde und dann erst fliehen kann. Radfratz, du bist so ein Homo. Dankeschön, Radfratz. Ja, ich merke schon allmählich die Ausläufer meines Ohnmachtfallens. Jetzt wird es so langsam brenzlig, merke ich. Können wir jetzt endlich mal aus dieser Lagerhalle raus? Dankeschön. Ich möchte nicht nach 3 Schritten schon wieder einem Pokémon begegnen, das schon wieder genau dasselbe Pokémon schon wieder auf dem exakt selben Level ist. Nein, darauf habe ich keine Lust. So, jetzt sehen die Schritte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, wir rennen. Oh, meine Güte. Ich habe ja gedacht, wir begegnen wieder 50 Pokémon. So, Zickzacks, jetzt nicht. So, renn zurück zu deinem Herrchen. Nee. So, schön brav zurückgerannt, mein Liebes. Wunderbar. Bonjour, gehört dir dieses Zickzacks? Wer bist du denn? Bon, dann nimm es und mach dich auf den Weg zu seinem Trainer. Wer auch immer das war, es erschien mir ein bisschen unheimlich. Cool, ein Seidenschal, mit dem ich nichts anfangen kann. Viel mehr Autos anrichten. Willi ist ja echt putzig. Daniel, ich erwarte deine Herausforderung.
Lass mich raten, Pokémon Level 33. Achtung, Spoiler, Magnetilo-Spoiler. Ja, schreibt mal in die Kommentare rein, wie ihr gerne Magnetilo genannt haben wolltet, wenn ich denn irgendwann mal auf den Namen bewährte treffen sollte. Ganz wichtig, nächstes Let's Play Highlight findet das Voting mittlerweile in meinem Forum statt. Da könnt ihr übrigens auch als Gäste daran teilnehmen. Link dazu ist in der Beschreibung. Was wollte ich noch sagen? Ah, liken und favorisieren natürlich nicht vergessen. Wir nehmen jetzt erstmal Malte mit. Und Mirabla lassen wir drin. Radfratz kommt jetzt erstmal auf die Box. Ja, ich habe, glaube ich, genug Radfratz für die Folge gesehen, deswegen kommt sie jetzt auf die Box. Konsequenter Entschluss. Dann nehmen wir, glaube ich, noch Zixas das Item ab. Oh, bei den ganzen Windpumpen beginnen, hättest du zumindest mal ein Item tragen können. Nun gut, man darf sich nicht beschweren, meine Damen und Herren. Liken und favorisieren nicht vergessen. Ich bin jetzt weg und sage bis dann, Servus und ciao, meine lieben Freunde des Pokémon Koltan-Universums. Wow, das hört sich ja sogar gut an. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für das Zusehen bei diesem Let's Play Highlight. Hier sind nochmal die 9 zuletzt aufgenommenen Let's Play Highlights im Komplettüberblick. Wenn ihr ein Let's Play Highlight nochmal sehen wollt, einfach das jeweilige Symbol anklicken oder unten in die Beschreibung reinschauen. Da sind alle Let's Play Highlights nochmal in einer Playlist zusammengefasst. Vielen Dank fürs Zusehen, liken und favorisieren nicht vergessen. Und ganz wichtig, für das nächste Let's Play Highlight auch voten. Dazu müsst ihr ins Forum von mir. Es ist keine Registrierung dafür notwendig. Einfach den jeweiligen Link unten in der Beschreibung anklicken. Viel Spaß auch beim nächsten Let's Play Highlight mit mir.